Hallöche Muchachos und seid herzlich willkommen. Es gibt wieder eine Veränderung. Der PBE-Server wurde geupdatet und wie ihr wahrscheinlich direkt sehen könnt, das komplette Interface wurde überarbeitet. Ich finde, es sieht echt gewöhnungsbedürftig aus, aber auch etwas neuer. Es hat auf jeden Fall was, muss man sich wieder dran gewöhnen. Alles, was hier unten links in der Ecke war, das heißt das Champion-Bild und das Item-Bild, was man sich zusammen gekauft hat, ist jetzt in der Mitte zentriert. Das heißt, wurde alles ein bisschen zusammengepresst. Der linke Bereich ist jetzt frei. Wir können den aber auch füllen. Das ist jetzt schon die zweite Änderung, die ich euch jetzt sage. Dazu müssten wir einmal auf Interface gehen, auf Minimap und schauen Minimap on Left. Das heißt, ihr habt jetzt die Möglichkeit, die Karte auf der linken Seite des Bildschirmrandes zu projizieren und nicht mehr auf der rechten Seite. Ich habe mich aber ehrlich gesagt schon daran gewöhnt, dass sie rechts ist. Deswegen lassen wir sie einfach mal rechts. Alles, was denn hier in der Mitte zusammengehört, das ist dieser HUD Scale. Das lässt sich natürlich auch wieder runterschrauben, so wie man es gern möchte. Die Minimap natürlich auch. Lässt sich auch alles verkleinern, vergrößern. Es wurde einfach alles zentriert, zusammengefasster. Nebenbei, wo ist denn hier eigentlich die ganze Information? Wo ist diese ganze Information? Hier waren ja die ganzen Helden. Hier waren die Minions, Tode, whatever. Das hat sich jetzt erstens mal auf die Minimap konzentriert. Das heißt, über der Minimap haben wir so eine kleine Leiste. Dort sind einmal die Minions, deine Stats und wie das ganze Team denn steht. Das heißt, es wurde auch sehr, sehr zusammengefasst. Und einfach um platzsparender zu sein, um ein bisschen mehr Spielerlebnis zu generieren. Natürlich kann man das hier alles noch heftig runterhauen, aber hier, ihr habt oben schon mal nichts mehr und links nichts mehr. Links waren ja die ganzen verbündeten Champions, die werden jetzt hier aufgelistet. Das heißt, wenn wir jetzt noch mehr befreundete Champions hätten, würde hier noch einer sein, hier und hier. Ganze vier an der Zahl. Wir haben jetzt nur einen dabei und wo wir jetzt schon mal hier sind, können wir das auch nochmal zeigen. Ihr habt hier nämlich die Möglichkeit, seht ihr erstmal, was denn die ganzen Leute so gekauft haben. Das kennen wir ja alles schon, aber da habt ihr hier nochmal die Möglichkeit zu switchen. Das heißt, wie im Zuschauermodus könnt ihr dann eure Lane zuweisen. Das heißt, damit ihr alles ein bisschen übersichtlich habt. Das ist nicht mehr untereinander, sondern nebeneinander wie in diesem Zuschauermodus. Eine weitere Veränderung sind die Werte, die ihr habt. Das heißt, wie viel Damage macht ihr, Critical Chance, die konntet ihr ja mit C auswählen. Ist jetzt immer noch so, aber es ist komprimierter. Das heißt, ihr habt in diesem kleinen Feldchen habt ihr alle Informationen stehen, die ihr normalerweise in diesem großen Feld gehabt habt. Das ist auf jeden Fall noch eine weitere Änderung. Und das Skillsystem ist natürlich immer noch dasselbe. Es sieht nur ein bisschen anders aus. Sind jetzt diese schönen Pfeilchen nach oben. Und das sieht auch richtig cool aus, wenn man es geskillt hat. Wenn ihr Fähigkeiten benutzt, sieht das wie folgt aus. Wir gehen hier einfach mal in den Jungle und benutzen mal die erstbeste. So, das heißt, wenn ihr eine Fähigkeit benutzt, dann ist die Fähigkeit hier erstmal grau, ist nicht verfügbar und ein kleiner Cooldown-Kreis bildet sich, bis ihr den wieder aktivieren könnt. Jetzt machen wir nochmal oder spammen wir so lange mal Abilities, bis wir keinen Mana mehr haben. Das hat sich nämlich auch ein bisschen verändert. Und pupp. Ein bisschen Mana haben wir wahrscheinlich noch. So, da seht ihr es. Wenn ihr keinen Mana für eine Fähigkeit habt, dann zeigt sich dort eine kleine Träne. Jetzt haben wir natürlich gerade wieder Mana bekommen. Genau hier. Das heißt, ihr könnt die Fähigkeit nicht benutzen. Sie ist erstmal grau und eine kleine Träne. Ich habe das auch schon mit Lee Sin oder ähnlichen Charakteren versucht, die Energie oder whatever haben. Bei denen ist das auch so. Da ist kein anderes Zeichen. Es ist auch eine Träne. Das erstmal dazu. Es gibt noch eine weitere kleine Veränderung. Das betrifft den Backport. Wenn wir den Backport machen, dann haben wir dort diesmal einen Timer. Das Ganze geht 8 Sekunden und wird runtergezählt. Nimmt sogar noch die Zehntelsekunden mit. So, Muchachos, wir gehen nochmal eben ins Kaufmenü. Schauen uns das nochmal alles an. Hat sich nicht viel getan, einfach von der Optik ein bisschen überarbeitet. Mehr ist mir soweit nicht aufgefallen. Alles wie gesagt, Fazit ein bisschen komprimierter, zusammengefasst. Karte könnt ihr jetzt sogar nach links hauen. Ihr habt die Möglichkeit, hier eure Gegner anzupassen, beziehungsweise euch zu den Gegnern zu stellen. Wenn jetzt Ramos mein Feind wäre, wäre es am besten hier. Wenn Cho'Gath mein Feind wäre, wäre es am besten hier. Mehr ist mir erstmal nicht aufgefallen. Das wird auf jeden Fall eine Umstellung für uns alle. Wir müssen uns erstmal daran gewöhnen. Ich denke mal, es wird aber schnell passieren. Muchachos, das war wieder ein paar PBE-Informationen für euch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst doch einen Daumen nach oben da. Bis zum nächsten Mal. Reingehauen.